Since we developed the technology to travel through hyperspace, a race to other habitable planets in space has broken out among the big corporations. In search of limitless growth, they leave Earth exploited and its environment devastated. The voluntary pioneers and colonists are lured to this adventurous journey by the hope of a better life and a new beginning in an untouched world. Our team at Imagine Earth LTD is convinced that only a development strategy that ensures the quality of life for our colonists and protects the planetary ecosystem can have long-lasting success. Apply now as a colony manager at Imagine Earth LTD. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute mit Imagine Earth, einem Aufbaustrategiespiel, in dem wir als kleine Koloniennation große Planeten besiedeln und entsprechend vielleicht auch zur Blüte bringen werden. Wir können Allianzen schmieden, wir können Wirtschaftskriege führen, wir können Ressourcen ernten und Güter produzieren. Das alles schauen wir uns jetzt heute mal im Rahmen dieser Angespielt-Serie an. Der Entwickler Sirius Brothers hat mir freundlicherweise einen kostenlosen Key zur Verfügung gestellt. Vielen Dank schon mal dafür. Wir gehen mal rein ins Spiel. Es gibt aktuell eine Kampagne, es gibt einen Wettstreit und es gibt ein Endlosspiel. Ob die drei jetzt schon alle drin sind, das kann ich euch nicht sagen. Das Spiel ist aktuell noch im Early Access und wird beständig weiterentwickelt. Gehen wir in die Kampagne rein und gucken einfach mal, was da jetzt passiert. Welcome to Imagine Earth LTD. Your job as a space colony manager is building sustainable civilizations. Establish thriving and profitable colonies on a global scale. Greetings, I am Alia. Thank you for your interest in the colony management job at Imagine Earth Limited. Okay, die Alia, die schreit gleich mal schön. Welcome to the Andromeda Galaxy. Do you like its unique beauty? Damit wir sie auch gut verstehen. Since the discovery of Ideon crystals has enabled us to travel in hyperspace, new habitable biospheres are constantly being identified. Okay, kann ich mal kurz in die Option gehen jetzt? Ich würde nämlich ganz gern die liebe Dame mal ein bisschen leiser machen. Okay, es geht wieder von vorne los. Ich versuche mal zu überspringen. Tuto steht hier oben. Tuto 0 von 5. Also das freut mich natürlich sehr. Unter anderem, weil hier zwei Tees zu finden sind. Die sind ja immer fantastisch. Und offenbar gibt es auch ein Tutorial, das uns hier ein bisschen rein. Forschung gibt's, Ranking gibt's. Na gut, ihr seht schon, aktuell ist hier gar nichts außer bei der Forschung drin. Wir gehen jetzt einfach mal auf den Tuto-Planeten. Your application test will take place on Tuto, one of the smallest planets in the area and an idyllic paradise. Let's build a magnificent colony with 900,000 inhabitants. If we reach that population, we will be granted the planet. We urgently need its yields to remain competitive. Also 900,000 Einwohner erreichen. Dann gehört uns der Planet. So einfach ist offenbar mittlerweile Kolonisierung. Geht ja schon gut los. Schwierigkeitsgrad Stufe 2. Ah, man kann hier darauf klicken. Ich dachte, das ist so eine Bewertung vom Tutorial gleich mal. Einfach, normal und schwer. Wir bleiben mal bei normal. Das wird schon irgendwie funktionieren. Was gibt es bei Info? Globale Erwärmung, 0%, Raumzeit, Kapital, Städte, Bevölkerung. Es gibt ganz viele Einstellungen dieses Planeten. Ranking aktuell tauchen wir hier gar nirgends auf. Böser Wolf, Ryan, Mark. Weiß nicht, ob das echte Spieler sind. Aber hier steht lokal. Kann eigentlich nicht sein. Es sei denn, irgendjemand spielt heimlich an meinem Computer immer. Global. Okay, Freunde. Na gut, wir gehen wieder zurück. Wir starten mal. Welcome aboard. We are approaching Tuto. This Tuto. Little planet already offers good conditions for a stately colony. Sieht schon mal ganz hübsch aus, der Planet. Muss ich was klicken, liebe? This small, untouched paradise is one of the rare few that has the optimal living conditions and enough resources to build up a colony. Your job is to build cities and their supply networks. The global management interface is designed to make every operation as simple as possible so you can focus on important global matters more easily.
Use the mouse wheel or the buttons Q or E to zoom in or out of the globe. Okay, ich glaube, ich muss mal ein bisschen außerhalb leise machen, weil es immer noch... ein bisschen laut ist. Dann dieses Hintergrundbrummen. Gut. Hold the right mouse button and drag the mouse to rotate the globe. If I want to point something out to you, an icon will appear on the planet. Rotate the planet until you find it and activate the message with the left mouse button. Da ist sie. Da ist sie doch, Mensch. Click on a free field in the target area to open the build ring. Select the city center and choose the landing site. Make sure to get as much building land as possible within the radius. Okay, wir gucken uns erstmal ein bisschen die Planeten jetzt an. Weil der ja schon ein bisschen aussieht wie die Erde, also rein farblich jetzt natürlich nur. Und ich muss sagen, die Grafik ist schon mal sehr hübsch, das gefällt mir. Gut, dann, wie weit können wir reinzoomen? Bis fast auf Ameisenhöhe. Und es ist in Dreiecken aufgeteilt, auch ein bisschen ungewöhnlich. Entweder hat man ja normalerweise so Quadrate oder Fünfecke. Diesmal jetzt hier mit Dreiecken. Wie weit können wir rauszoomen? Das ist das Maximum. Na gut, wir landen hier mal in der Gegend. Stadtbau. Okay. Kommt die Kolonie jetzt an oder muss ich noch was machen? Stadtbau. Nun. Vielleicht sollte ich gar nicht hier oben. Auf ein freies Feld im Zielbereich, um den Bauring zu öffnen. Wähle das City Center aus und bestimme den Landplatz. Was soll ich denn sonst noch machen? Ach, ich muss jetzt nochmal den Landeplatz bestimmen? Nee. Oh Gott, ich scheitere am ersten Klick, Leute. Ich bleib mit der Maus drauf, hilft nichts. Lande das Zentrum deiner ersten Kolonie. Aber was soll ich denn machen, gute Dame? Ah, ich kann hier drüben wählen und kann jetzt hier das so setzen. Das geht. Seltsam. Keine Ahnung, was dieses Kreismenü dann soll. Aber wir werden jetzt erstmal die Kolonie Bützelhausen erstellen. After landing, our capsule is expanded into the city center of your new colony. Da kommt sie auch schon. Uiuiui, da ist aber. The borders of your colony? Your buildings and city districts can only be built within this area. Ganz schön viel drin in dieser kleinen Kapsel. Now we need food for our citizens. Eine Farm bauen. Choose one of the fertile fields to build a farm there. Jawohl. Ich würde mir ganz kurz noch die UI gerne anschauen. Stadtbau, Nahrung, Multitools. Hier unten Fruchtbarkeit, Gebäude. Das sind wahrscheinlich die Map-Views, die es da so gibt. Journal, Technologie, Kolonie-Rating, Weltstatus. Hier oben Bevölkerung. Bilanz, was ist das hier? Die Energie minus 10, Nahrung minus 1, Güter minus 1, seltene Ressourcen 0. Emissionsbilanz ist offenbar sehr positiv. Globale Erwärmung 0 und Geschwindigkeit. Ja gut, wir werden nicht gleich viel Zeit vertrödeln, weil sonst geht der Planet gleich hops. Nach den ersten Startschwierigkeiten wird es jetzt wie geschmiert laufen. Ein Nahrungsfeld, eine industrielle Farm 48. Kann ich eigentlich Pause machen? Mich triggert das ein bisschen. The navigation button takes you to the planetary overview. There you can jump directly to events and cities all over the planet. Oh, ich habe eigentlich nur die Leertaste gedrückt, okay. You can also press the keys 1, 2, 3, etc. to get directly to your cities. Okay, also industrielle Farm. 48 Blätter generieren die wahrscheinlich 48 Nahrung. Preis 1200 Euro. Fruchtbarkeit minus 40% plus 20%. Okay, Temperatur 100% mehr. Viehzucht, Wasserwerk, Verbrauch 20 Energie, 50 Euro. Umwelt, minus 24 Dreck und minus 32 Wolken. Sehr schön. Die industrielle Landwirtschaft produziert Nahrung konventionelle Art. Fruchtbarer Boden steigert den Ertrag, Bodenverschmutzung senkt ihn. Industrielle Landwirtschaft verringert allerdings langsam die Fruchtbarkeit des Bodens.
Ah, dann ist das mit den 40% hier gemeint. Maximale Produktionssteigerung durch angrenzende Felder 50%. Ja gut, dann platzieren wir das mal hier. Es wird uns auch schon empfohlen, wohin damit. Wir machen mal das mal hier hin. 58, 52, 52, 58. Das sieht gut aus. Das hier ist der beste Platz. Ein schönes Feld. Wird das jetzt gebaut? Ich muss wahrscheinlich erst hier die Pause-Taste lösen. Oh, jetzt kommt ein Schiff. Okay. Lässt einfach mal ein Feld fallen und schon ist es da. So einfach, wenn es ginge. Quickly build a power plant to provide energy to your buildings. Okay, wir haben jetzt... The coal power plant has to be built on a coal deposit to operate efficiently. Sehr gut. Wir haben jetzt ein bisschen Minus. Also, wir brauchen ein Kohlekraftwerk. Was ist das hier? Ein Kohlekraftwerk, Partikelfilter, Optimierung. Oh, ich muss mich hier wahrscheinlich entscheiden, welche Variante. Gibt uns 105 Energie. Partikelfilter erhöht die Happiness und reduziert oder erhöht wahrscheinlich auch die Kosten. 500, 400. Und hier würden wir ein bisschen mehr Energie bekommen, 30% mehr Energie. Ja, wir gehen erstmal auf die Happiness, oder? Wir gehen nicht auf die Happiness, weil wir das erst erforschen müssen. Okay, ich kann gar nichts wählen von denen. Ich kann einfach jetzt hier nur das Standard-Kohlekraftwerk wählen. Okay. Dann gucken wir mal. 147, 147 hier außerhalb, 136, 147 hier drüben. Wir packen das mal hier in den Wald rein. Oder? Dann sieht es niemand. Wobei das aber hier ein bisschen seltsam aussieht mit Rot. Ich glaube, dort, wo es rot ist, kann man auch nicht bauen. Ja, dann verstecken wir das Ganze mal hinter dem Berg, damit es niemand sieht. Clicking the right mouse button closes every menu. Oh, jetzt habe ich mit Rechtsklick auch ihr Menü gleich geschlossen. Sehr schön. Ich habe sie ordentlich abgewürgt jetzt. Die Arme. When the power plant is finished, we have enough energy for food production to run properly. Okay, also das hier läuft nicht, wie man sieht, weil hier offenbar Energie fehlt, aber jetzt hier ist aber ordentlich Nahrung, die produziert wird. Gut, also, was ist los, liebe Dame? Achso, ich muss hier nochmal anklicken. Without a supply of goods, the quality of life in your cities will remain low. Build a quarry or a wood factory. Also, Güter minus 2 aktuell. Güter dienen zur Versorgung deiner Städte. Mangelnde Güterversorgung sorgt für schlechte Stimmung unter den Leuten. Und das geht natürlich nicht. Was haben wir denn hier? Güter, Holzfabrik oder Steinbruch? Auch wieder mit entsprechenden Optionen, wie man hier sehen kann. Die wir aber leider nicht nutzen können. Was hat sie gesagt? Ein Steinbruch, oder? Ah, Steinbruch oder Holzfabrik. Steinbruch. Umwelt minus 48. Bei der Holzfabrik nur minus 8. Gibt uns auch Boni offenbar auf Gebirge, Felsen, auf einem Asteroiden. Wald. Ja, komm, wir bauen mal einen Steinbruch hier. Unser Planet ist noch nicht so ganz verdreckt, deswegen vollkommen okay. 54 Güter, 50 Güter. Aber die Anzahl ist begrenzt hier. Hier drüben wäre doch auch ein toller Platz für einen Steinbruch. Aber irgendwie 40... Bin mir nicht sicher, wieso das so angezeigt wird. Diese blauen Felder. Der Steinbruch sollte doch eigentlich auf Stein gebaut werden. 50, 40, 40. Also es sieht so aus, als wären die blauen die zweite Wahl. Und die grünen Plätze sind die erste Wahl. Deswegen setzen wir das mal hierher. Ah, weil hier ein angrenzender Steinbruch ist vielleicht. Man sieht hier so dreifach Pfeile. Wir packen das mal hierher. Es wird schon gut gehen. Und dann müssen die Güter... Jetzt sind wir schon bei minus 10 hier. Das müssen wir aber schnellstmöglich jetzt hier beheben. Das Problem. Die Leute sind leicht unzufrieden.
Look, the first colonists arrived by orbital lift. They will leave your colony the same way if they're not satisfied with the quality of life. I recommend expanding the city with additional city districts. More living space for your colonists. Did I mention they pay taxes? Grundsätzlich sollte ja jeder Steuern zahlen, das ist vollkommen okay. Also jetzt haben wir hier plus 38 momentan, plus 37. Die Produktion müsste doch eigentlich dann auch steigen. Ich weiß nicht, wie oft jetzt hier was produziert wird. Das kann ja nicht sein, dass das nur einmal 50 Punkte gibt und jetzt quasi nimmt das immer mehr ab, ne? Das wäre ja irgendwie seltsam. Stadtbau, Stadtteil. Wir sollen eine Kolonistenfarm von 100.000 jetzt erreichen. Wachstumsphase, zwei Stadtteile anbauen. Erweitere deine Stadt mit einem Stadtteil, um weiteren Einwohnern Platz zu bieten. Oh, da kommen nochmal welche. Und höhere Steuereinnahmen zu erzielen. Kann ausgebaut werden, trägt zum möglichen Ausbau benachbarter Bezirke bei. Es ist möglich, den Bezirk durch einen anderen zu ersetzen, ohne die Ausbaustufe zu verlieren. Wahrscheinlich irgendwo an unseren Rändern macht das wahrscheinlich am meisten Sinn, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt auch die Ränder dann erweitert. Wir packen mal eins. Oh, da sind sie aber sauer. Wenn wir die hierher setzen, dann sind sie leicht sauer, weil sie neben dem Kohlekraftwerk sitzen. Hier unten. Hier sind sie glücklich. Oh, wir haben Steuern bekommen. Sehr schön. Hier oben sind sie auch glücklich. Wir packen das mal hierher und schauen mal, ob sich das hier ein bisschen erweitert. Neue Technologien bei 300.000 steht hier unten. Ach, wir haben schon 100.000. Wo kommen denn die 100.000 jetzt her? Okay, das ging schnell. Guck mal. Gerade eben kam noch mal ein Schiff. Das geht schneller, wie ich dachte, Mensch. Good. Now set up another district next to the city center. Also, es erweitert nicht die Grenzen, wie man hier sieht. Und wir sollen einen zweiten bauen in der Nähe des Stadtzentrums. So. Zwei Stück. Wieso habe ich hier ein weißes Info-Icon? Also jetzt haben wir aber hier glückliche Leute. Glückliche Leute auf glücklichen Planeten. Wunderschön. So, hier ist ein blauer Strich, der sich hier füllt. Das sind wahrscheinlich die Einwohner hier. 15.000 von maximal 50. Hier drüben sind sie schon fast komplett. 42, jawohl. It is time to expand the city center. This will expand the borders of your colony and open up additional land for building. Ah, jetzt bekommen wir ein bisschen weitere Grenzbereiche. Sehr schön. Jetzt haben wir nur noch plus 8, plus 7 Güter. Es sieht so aus, als müsste ich hier irgendwie vielleicht nachproduzieren oder so. Meine Güte. Bützelhausen muss erweitert werden. Schildgenerator, nein, Nahverkehr. Energiespar, Ausbau. Eins von zwei. Ausbau zur Großstadt vergrößert den Bauradius, schafft Platz für mehr Einwohner. Für eine gute Lebensqualität werden zwei unterschiedliche Nahrungs- und Güterarten benötigt. Um ein Stadtzentrum auszubauen, müssen seine Nachbarstadtteile zusammen zwei Ausbaustufen haben. Also jetzt kann ich da noch nichts machen, oder? Zähle die Werte auf den Dächern der benachbarten Stadtteile. Eins. Ja, jetzt habe ich natürlich meinen Stadtteil hier drüben reingesetzt. Wenn ich das richtig sehe. Mach mal ein bisschen langsamer. Mir geht die Zeit ein bisschen zu schnell momentan. Wir brauchen zwei unterschiedliche Nahrungs- und Güterarten. Und die Nachbarstadtteile. Zusammen zwei Ausbaustufen. Miteinander wahrscheinlich. Aber dann muss ich nochmal ein Nachbarteil bauen hier.
Reparatur, reinigen, versetzen, Ausbau. Ja, wir bauen nochmal einen angrenzenden Stadtteil jetzt. So, je mehr Leute, umso besser. Passt schon. Was wir auch brauchen, ist offenbar nochmal was zu essen. Aber wir haben ja nur die industrielle Farm. Mehr nicht. Bau wieder ein Stadtzentrum auf Stufe 2 aus. Vielleicht müssen wir auch erst auf die 300 hochkommen. Kann ja durchaus auch sein. Nee, jetzt geht's. Ah. Jetzt geht's, weil die beiden hier auf Stufe 1 sind. Insgesamt 2. Ja, dann Ausbau zur Großstadt. Herzlich willkommen, Bützelhausen. In der Welt der Metropolen. Erstaunlich günstig, so ein Ausbau. Yay, das ist Feuerwerk, ja. Ich dachte schon, irgendjemand schießt auf uns. The radius of your colony is increased now. Da freut sie sich aber. The city center also gained in urban density and offers housing to twice as many colonists. Okay, jetzt sind wir hier bei den Gütern wieder auf minus 1 gekommen. You can press F1 to see a lot of hotkeys and control hints that will improve your management workflow. Dankeschön für diesen wunderbaren Hinweis. For example, you can keep Shift pressed and reuse the last tool or build the same construct again. Wunderbar, das freut mich sehr. We now have access to research. May I introduce Professor Tustin? He heads our research department and acts as your personal technology consultant. Spiel ist fasziniert mit Tees, das sehe ich jetzt schon. Tustin. Pleased to meet you. In the research panel, you can research upgrades for your buildings. Click on the research button in the upper left corner to get there. Jawohl. Mr. T. In this panel, you can research upgrades for your colony buildings that mostly make them either more efficient or more sustainable. Doing your own research takes time. You also can use research licenses to unlock technologies instantly. Instantly. Okay, Filtertechnik, Umwelt. You can buy and sell research licenses for money. Also wenn ich hier was anklicke, passiert gar nichts. Die Sachen sind alle schon erforscht, oder? Optimierung? Oder muss ich das... Ah, okay. Das ist nur das ganz hellblaue. Herbizidresistenz. Haben wir hier Baustoffrecycling. Upgrade für den Steinbruch. Offenbar kostet das Ganze mehr, verbraucht mehr Energie, aber liefert auch mehr Güter. Ich würde mal sagen, wir gehen hier mal in das Baustoffrecycling. Was haben wir noch? Stadt Stufe 3 und Optimierung für das Kohlekraftwerk. Auch mehr Kosten und dafür ein bisschen mehr Strom. Wir gehen mal auf das Baustoffrecycling. So, kann ich denn jetzt hier oben das hier lizenzieren? Was kostet das denn? Ach, wir hatten hier eine Forschungslizenz hier oben, oder was? Oh. Jetzt habe ich hier oben einen Punkt verbraucht, wenn ich das richtig sehe. Und wir müssten jetzt die Optimierung haben für unser Kohlekraftwerk. Geh mal kurz rüber hier zu den Herren. I know what you're thinking. Coal cannot be the answer to the energy supply problems of the future. Was? Kohle ist nicht die Antwort? But patent trolls have everything under their control. And small companies like us have to save a lot before they can afford licensing sustainable energy technologies. Wie böse sie jetzt aber auch, guckt hier. Ich habe doch extra ein Upgrade jetzt geholt für die Kohlekraftwerke. Although everything has been long researched and made available. What irony. Lass mir mal kurz das Upgrade machen, gute Dame. Optimierung hier ist es doch. So. Dann, jetzt sind wir schon bei minus 17. Bei Nahrung auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das selber was machen soll oder ob das dann tutorialmäßig kommt. The quality of life in your districts is often reduced by local pollution and certain adjacent buildings. I just finished the construction plans for park districts. They improve the quality of life and this increases population growth
and thereby your tax income. Vielen Dank, Mr. T. Hervorragende Leistung. Tech-Lizenzen. Steigere den Wert deiner Kolonie, um mehr Technik-Lizenzen zu erhalten. Welcome to the technology panel. Here you can unlock new buildings. These are already copyrighted and patented, so you will need to pay for a license for every new planet you colonize. Ah, okay. Ich habe mir jetzt hier beim... Wo war das jetzt hier? Hier. Ich habe mir das hier haben wir doch schon lizenziert, oder? Park District. Okay. Ah, jetzt hat er den automatisch ausgewählt. Das heißt, jetzt müssen wir hier, wenn wir den Parkdistrikt hier oben raufsetzen oder hier unten, dann nimmt der alle Distrikte auch mit. Hier fehlt einer, hier fehlt der drüben. Wir gehen mal nach Süden, weil hier oben ist ja das schmutzige, schmutzige Kohlekraftwerk. Und wir platzieren das mal hier. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt was machen soll hier oben. Wir sind bei 284 Leuten. Eigentlich müssten uns Leute ja wieder verlassen, weil sie unglücklich sind, wie man hier sieht. Sie haben nichts zu futtern, sie haben nichts zu konsumieren oder zu kaufen, verkaufen. Aber Hauptsache, sie haben einen Parkdistrikt. Oh, der dauert aber lange. Ah, ich bin ein bisschen langsam jetzt in der Geschwindigkeit, ne? So. Aber wichtig ist, dass die Energiequelle immer noch passt. Ohne Energie bist du nix. So, was ist euer Problem? Auch nichts zu futtern. Ja, Leute, dann... Ja, wir haben gleich die 300. Wir warten mal kurz die 300.000 ab. Ob dann die erste Mission schon vorbei ist. Ansonsten würde ich nochmal investieren in Nahrung und Güter. So. We have to increase our population to 450,000 to meet our company's growth target. Wir müssen auf 450.000 jetzt hoch. Das ist natürlich gemein. Was ist das hier oben für ein Zeichen? Oh, jetzt poppt hier aber alles auf, Mensch. Guck mal hier rein. Great news. There are new buildings available. The company has also donated us a tech license. These are permits that will allow you to unlock and construct new buildings. Think carefully on how to spend them. Bisschen creepy ist der gute Herr aber schon, muss ich jetzt schon mal sagen. Wir haben jetzt zwei Tech-Lizenzen. Wir könnten die jetzt zum Beispiel einsetzen, wahrscheinlich für das hier, ja, für die Maschinenfabrik. Ich bin noch ein bisschen verwirrt zwischen den zwei Bildschirmen, weil ich kann ja hier drinnen theoretisch auch hier auf die Fertigungsroboter gehen und dann lizenzieren. Also das ist irgendwie offenbar das Gleiche, wobei... Hier bei Forschungslizenz, es ist was anderes, ne? Wir haben keine Forschungslizenz, aber wir haben eine Tech-Lizenz. Und das sind offenbar zwei verschiedene Sachen. Damit können wir Gebäude freischalten, aber das konnten wir ja... Dann ist die Forschungslizenz wahrscheinlich eher dafür da, um Upgrades freizuschalten. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Vielleicht steht im Tooltip was? Techniklizenz? Leider nicht. Na gut, wir haben jetzt zwei Lizenzen. Wir können einmal... Oh, wir gehen mal in die Viehzucht für Nahrung. Ein bisschen Abwechslung schadet nicht. Und in das Biomassekraftwerk. Ja, wobei, wir gehen erstmal in die Güter jetzt. So. Dann... Einmal Nahrung bauen, Viehzucht. 32 gibt uns das. Produzierte Fleisch ergänzt die Nahrungsversorgung der Städte. Der Ertrag benachbarter Farmen wird durch anfallenden Dünger erhöht. Okay. Ah, die Plätze sind schon ein bisschen begrenzt. Hier unten 35, 33. Ah, wir setzen das mal hier unten. Es ist so ein bisschen ein Puzzlespiel, oder? Aktuell. So ein kleines Puzzlespiel aktuell. So, Holzfabrik. Eine Holzfabrik. 38 hier, 37, 37. Wir gehen mal hier rüber. Und die Maschinenfabrik auch noch.
direkt neben das Kohlekraftwerk. Passt perfekt. So, jetzt haben die Leute was zu tun und unsere Bilanz sollte sich demnächst wieder etwas verbessern. Wir haben ein I wieder hier drin. Note that higher level cities demand more variety of supply. They need at least two different types of food and goods to really be satisfied. Das ist kein Problem, Mr. T. Wir stellen das alles zur Verfügung. City districts as well. They too will offer more housing for people. So, gute Dame hier oben. Thanks to industrial mining, you can open up new construction land by clearing rocks. Some rocks contain valuable minerals such as gold. Look closely to find these deposits. Your next objective is to mine 200 gold for the company. In order to mine gold, you must build a warehouse. Wir brauchen auch eine Goldfabrik, oder? Dann. Hi everyone, this is the boss. Oh, the Lima boss. Reported the progress you're making in the Tuto colony. I ordered a supply capsule with useful equipment from Planetary Express. Ja, danke schön, Boss. Wir haben ja einen netten Boss hier. In order to take over the cargo of the supply capsule, claim the field on which it stands. You can claim fields that are directly next to your border and then expand your build radius field by field until you reach the capsule. Ah, okay. Wie bei Civilization können wir hier Einzelfelder dazu kaufen. Es muss aber angrenzen. Kostet uns? Moment, das grenzt doch an. Ah, nee, es grenzt leider nicht direkt an. Das heißt, wir müssen erstmal das hier claimen. Und dann das hier. Kostet uns das jetzt? Ja, 1000 kostet uns das. So. Samenbombe lässt auf einem beliebigen Feld den passenden Wald wachsen. Ein Stadtausbau-Kit ermöglicht es dir, einen Stadtteil auszubauen. Und Soma gibt den Einwohnern eines Stadtteils oder eines Ureinwohnerstammes permanent einen Stimmungsbonus. Ah, dann nehme ich mal alles hier mit. The equipment items have been added to your inventory. You can find them by choosing the suitcase icon. Okay, dann würde ich sagen, werden wir gleich, wir gucken mal rein wegen dem Stadtausbau. Wir haben schon wieder keinen Strom mehr. Meine Güte. Also Ausbau geht aktuell noch nicht. Aber mit so einem Ausbaukit vielleicht. Hat er das gemacht? Ah, das wird jetzt offenbar hier erstmal. Nee. Doch, das wird jetzt hier quasi angebracht, dieses Ausbaukit. Eieiei, ist ein bisschen schwierig. Aber wir haben jetzt hier die Stufe 2, hier die Stufe 1. Da sind jetzt mehr Leute drin, die reinpassen. Perfekt für uns. Wir müssen mal das Stromproblem lösen, liebe Leute. Wir brauchen ein bisschen mehr Energie. Wir könnten mal das Biomassekraftwerk bauen. Können wir nicht, weil wir keine Lizenz haben. Momentan noch wird erforscht. Was erforsche ich denn jetzt aktuell? Baustoffrecycling. Na gut, kein Biomasse, dann halt wieder Kohle. Hier unten, 147. So, dann ein Lagerhaus. Ermöglicht den Abbau seltener Ressourcen und speichert zusätzliche Energie, Nahrungsmittel und Güter. Diese können gehandelt oder zur Herstellung von Items verwendet werden. Ah, wir sind bei der Nahrung schon wieder bei minus 1 jetzt. Also muss ich das daneben bauen oder wo muss ich das platzieren jetzt hier? Lagerhaus für Nahrung, für Strom oder für Güter. Kapazität erhöht das. Hier kann ich es nicht draufsetzen. Dann packen wir das mal einmal daneben hier. So, ich hoffe mal, ich glaube 60, also 20 müssen noch übrig bleiben. Es kann ja nicht sein, dass wir ständig neu bauen müssen. Huh, 107? Soll mir recht sein. Okay, komplett verkalkuliert hier. The fossil fuel deposits in this field are slowly running out. Nein! This lowers the productivity
of your building. Jetzt sind ja auch noch begrenzte Ressourcen mit dabei. Uiuiui. Durch Müllentsorgung, Dekontaminierung und Grundwasseraufbereitung wird die Bodenqualität wieder verbessert. 164, das können wir mal investieren. Uiuiui. Habe ich eigentlich die Optimierung hier schon eingeschaltet? Es sieht so aus, ne? Als wäre es aktiv jetzt momentan. Dann, also 101 ist okay. Wir bräuchten noch ein bisschen was zu knabbern. Vielleicht nochmal so eine industrielle Farm. Wenn wir irgendwo Platz hätten, wo wir die reinsetzen könnten. 52 hier oben. Es wäre, soweit ich das mitbekommen habe, auch nicht das Schlechteste, die irgendwie nebeneinander zu setzen. Wenn wir die Viehzucht hier ersetzen, 30, 32, aber offenbar 32, 33 sogar hier oben. Wir packen nicht mal hierher. Ist das unsere... Moment, ich muss mal kurz gucken. Nee, das hier ist unsere Maschinenfabrik. Also wo ich aktuell noch ein bisschen unschlüssig bin, ist das mit dem Verbrauch hier. Wir haben aktuell plus 90. Verbrauch ist... Minus 100, das heißt, wir haben ein Minus von 10. Das ist verständlich. Aber die Frage ist, wird das immer wieder neu produziert? Das muss ja neu produziert werden. Es ist halt immer irgendwie, es geht immer in eine Richtung, auch hier, ne? Wir haben hier total 143. Ah, die füllen jetzt ein Lager auf, wenn ich das richtig sehe. Ein Lager von 100 wird hier offenbar aufgefüllt. Und dann kann man eventuell von dort noch etwas zehren. Das ist ein bisschen undurchsichtig. Auch hier Lager 100. Da ist schon 100 drin. Und hier ist bei der Nahrung erstmal nur 2 momentan drin. Na gut. So, was ist hier oben los? You can mine these rare resources when you claim the land. Note that you must weigh the price for the claim against the value of the resource. Aber hallo, das ist ja wieder Gold hier oben. Natürlich wird das geclaimed. Aber sowas von. Müssen wir denn hier oben jetzt auch nochmal ein Lager bauen? Dieser gelbe Balken ist wahrscheinlich die Anzeige, wie viel noch vorhanden ist, oder? Wo war das denn bei der Kohle? Hier ist alles grün. Sind aktuell bei 425.000 und wahrscheinlich wächst unsere Stadt nicht mehr weiter. Wir müssten noch ein bisschen upgraden hier, 1.000. Und eventuell noch Bitzelhausen selber, aber das geht noch nicht. Frage ist, kann ich erkennen, ob das abgebaut wird derzeit? Ach, hier ist das Gold vollkommen. 325, 349. Es müsste ja eigentlich weniger werden jetzt hier. Ah, guck, da fliegt ein Sammler rüber. 324. 323. Das heißt aber für uns, wir müssten eigentlich hier oben auch ein Lager bauen, um das abbauen zu können. Ah, das geht auch. Direkt daneben? Nee. Ist aber jetzt doof. Wie soll ich denn das abbauen hier oben? Kann ich noch ein zusätzliches Teil kaufen hier drüben? So halb, halb quasi. Nee, oder hier oben? Minus 2000 hat das hier oben gekostet. Und was blinkt denn hier oben so schön? Gut, Kamerasteuerung ein bisschen, uiuiuiui, lass mich doch mal gucken hier oben. Nochmal Goldvorkommen. Ja, ich komme aktuell nicht an das Goldvorkommen ran.
Das ist ein bisschen schade. Und ich kann jetzt auch nicht höher hoch scrollen, ne? Also zum Polar, zum Nord, zur Nordsee. Zur Arktis oder zum Nordpol, zum Südpol, was auch immer. Da komme ich jetzt nicht hoch, leider. We have come closer to our population goal and have therefore received another landing permit. Oh, wir müssen eine zweite Stadt jetzt aufbauen. We are to found a new city on the other continent on Tuto to gather some of the rare resources there. Ja, dann. Auf geht's. Das hier ist natürlich nicht Live-Werte, sondern Neubützelhausen. Wir sind ja hier kreativ, innovativ auf dem Kanal. Ich kann leider nichts löschen hier. Na gut. Hätte ich da oben landen sollen? Man weiß es nicht. Gut, wir gucken nochmal hier rüber. Also, plus 33, plus 60, plus 33, plus 68. Immer noch unsicher, wie das da berechnet wird. Kann mir ja vielleicht einer von euch sagen, der das Spiel schon mal gespielt hat. Was ist das hier? Ein Asteroid, ah. Sehr gut. So, wir brauchen 900.000. Meine Güte, jetzt will sie es aber wissen. Wow, a Gaian temple ruin. This species had incredibly advanced terraforming technology, with which they could terraform entire planets and their ecosystems. Even though this temple lies in ruins, we can collect and study artifacts here. Fantastisch. Sammle zu Forschungszwecken 0 von 120 Artefakte aus den beiden Alien-Konstrukten. Hier ist eins. Wo ist denn das zweite? Noch irgendwo eins? Man muss ein bisschen die Karte und deren Objekte kennen, damit man das auch relativ schnell erkennen kann. You have discovered nitro pumpkins, a rare plant that will fetch high prices on the galactic market. This plant is capable of producing nitroscurlide in large amounts. This is used to craft fertilizer and explosives. To harvest this plant, you also need a warehouse in the same colony area. Now let's harvest nitroscurlide filled pumpkins. Yeah, das wollte ich schon immer mal machen. Nitroscurlide 0 von 100. Also, das können wir jetzt auch machen. Ein Lagerhaus hier einfach daneben hinpflanzen. Mir ist gerade noch eingefallen, wir haben ja noch hier Sachen drin, die Samenbombe zum Beispiel. Für Wald eventuell. Können wir mal gucken, hier drüben den Wald. Wo ist denn momentan hier unsere Abholzemaschine hier drüben. Jetzt, wenn wir einfach mal einen Wald bauen. Hier. Aber wieso hat er jetzt hier einen Nachteil? Das verstehe ich nicht. Obwohl er hier einen Wald dann daneben hat. Sollte er nicht froh sein, dass er einen Wald daneben hat? Der Lump. Holzfabrik. Nahegelegene Wälder erhöhen die Produktion, bleiben im Gegenzug allerdings kleiner und binden so weniger Emissionen. Maximale Produktionssteigerung durch angrenzende Felder 50%. Jetzt bin ich aber etwas verwirrt, wenn ich die Samenbombe hier platziere, dass er dann so schlecht drauf ist. Oder vielleicht ist er gar nicht schlecht drauf und es ist einfach nicht grün, weil es nicht 100% besser ist. Ich pack das jetzt mal hierher. Da kann er sich jetzt drehen und wenden, wie er will. Das machen wir. Und dann haben wir noch Soma für den Stimmungsbonus. Wer ist schlecht drauf bei euch, liebe Leute? Ich glaube, denen geht es alle gut, oder? Ja, die sind alle super happy. Ich heb mir die Soma-Bombe noch auf. Eventuell brauchen wir die noch, wenn irgendwo schlechte Stimmung ist. Ah, guck, jetzt hier haben wir ein grünes, einen grünen Pfeil durch die Aufforstung. Also eigentlich richtig. Gucken mal,
Der ist jetzt gleich fertig gewachsen. Ja. Wir haben leider nicht zwei, so wie hier drüben, weil wir das offenbar ja selber jetzt angepflanzt haben. Aber einer. Ein Bonus ist mit dabei. So, wir nähern uns jetzt schon wieder dem Endegelände. Es ist schwierig, die Sache, das sage ich euch. Für was habe ich ein Lager, wenn wir trotzdem immer in die Miesen kommen? 176 von 200 Gold, wir sind gleich soweit. Dann die Nitro-Kürbisse. Wieso wird hier nichts abgeerntet? Haben wir keinen Strom hier drüben? Oder Lagerhaus, Lagerhaus, Lagerhaus. Sollte der gute Herr jetzt nicht hier abbauen? Wartet auf die Verfügbarkeit einer Drohne. Aha, da kommt sie schon. Da ist ja alles, steht hier zur Verfügung jetzt. 97, sehr gut. Dann Artefakte sammeln. Wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Oh, wir könnten das auch direkt gleich plündern. Wir können den Tempel zerstören, wertvolle Schätze, aber die Macht, die er bietet, geht verloren. Und das Volk um die Ruinen herum wird dich dafür verabscheuen. Wer ist denn hier? Gold? Nitro? Hier ist kein Volk. Es würde halt wahrscheinlich, ne, instant gehen, sofort gehen. Wenn wir dich einfach hier... Wir werden mal plündern und probieren das mal aus. Mal schauen, was passiert. Our warehouse is now filled up with enough gold. Das ist aber das falsche Lagerhaus. Build a spaceport. Ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Was ist hier los? Hier passiert irgendwie gar nichts. Bin sehr enttäuscht von dieser Plünderung. Da bin ich in Crusader Kings 3 ein bisschen mehr gewohnt. Wir haben noch eine Tech-Lizenz, liebe Leute. Kann ich mir dafür den Raumhafen holen? Oder nee, der wurde schon automatisch freigeschaltet. Das Biomassekraftwerk können wir uns holen. Ja, damit. So. Strom ist momentan noch da. Alles gut. Also hier irgendwie habe ich das Gefühl, wird gerade geplündert, steht hier. Das ist, ich will nicht sagen, das ist eine Lüge, aber es ist auch nicht unbedingt wahr. Plündern, warten. Wir lassen das mal ein bisschen laufen. Und schau mal. Gut, wir sind jetzt bei 575. Wir werden, oh Gott, können wir uns denn überhaupt mehr Leute jetzt noch leisten, wenn ich die jetzt noch hier reinsetze? Wir sollen einen Hafen bauen. Dann bauen wir halt erstmal einen Hafen, oder? Ich weiß immer noch nicht, für was das hier ist. Dachte eigentlich, das wäre irgendwie vielleicht zum Gruppieren oder so, aber naja. Ein Hafen wird gebraucht hier, der Raumhafen. Frage ist, kann ich den einfach hierher setzen und der holt sich dann trotzdem das Gold? Normalerweise, man sieht ja hier, ist das überall verfügbar. Pack den mal hierher. Direkt an die Grenze. Also hier unten, das wird gerade geplündert, das ist nicht korrekt. Good work. Once the spaceport is built, it is only a matter of time until a space merchant is landing. We can also call them in for an additional fee. Ich breche das mal ab und wir machen ein ganz normales Lagerhaus daneben. Frage ist, wohin? Weil uns das jetzt natürlich Zeug wegnimmt. Wir müssen es fast auf diesen Stein hier bauen oder hier unten den Wald abholzen. Wir packen es mal hier auf den... Nee, geht gar nicht. Oh, ich kann es hier nirgends hinsetzen. Ich probiere mal, das Lager hier rüber zu setzen. Ob er dann trotzdem eine Verbindung hier rüber bekommt. Weil ich kann ihm ja nicht automatisch sagen, dass er hier rüber soll. Denn macht das wahrscheinlich automatisch dann. Dann hoffe ich mal, dass hier ein bisschen was gesammelt wird. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir bauen einfach nochmal ein bisschen mehr Essen und für Güter ein bisschen was an. Aber wir haben nur noch 32 Strom. Leute, ich kann doch nicht so viel Zeug bauen,
Und das wird alles verbraucht jetzt hier. Huch. This is Mokes the Merchant speaking from the Guild Space Traders. My freighter just so happened to pass by your sector. Texana? I'll buy anything you've managed to stuff into your warehouse. Energy, goods, food, or rare minerals. You name it. Okay, verkaufe 200 Gold an den Händler. Wir haben aktuell wie viel Gold? 330. Hearty greetings from outer space. Also, Gold. So. 200 Gold verkauft. Good work. The sale of rare resources such as gold is crucial to financing the rapid development of your colony. Dankeschön. Kann ich denn von dir vielleicht was kaufen, was vielleicht ganz gut wäre? Irgendwie Güter oder Nahrung? Wir haben die Kürbisse hier geerntet. We stored the necessary units of nitroskerlite in the warehouse. The workshop can be used to craft items. Build one. Dieses Grinsen immer. Macht mich ein bisschen fertig. Weil es auch ein bisschen creepy aussieht. Eine Werkstatt. Werkstatt ermöglicht es, Items und Ausrüstung aus seltenen und produzierten Ressourcen herzustellen. Okay, einmal hier oben hin. Weit entfernt vom Stadtkern. Er wird 56.000. Ich weiß ja jetzt gar nicht, was ich von dir bekommen habe für das Gold. Guter Herr. 1.300, nicht mehr? Oh, das ist natürlich hier ein bisschen huiuiui. Wir haben so viel Kohle, aber so wenig Strom momentan. Ich würde da lieben gern noch ein paar Stadtbezirke bauen, aber es geht aktuell nicht. Oh, wir haben fertig geforscht. Baustoff Recycling. Dann gehen wir mal in die Nahrung. So. Und werden mal das Teil hier upgraden. Wo ist es denn hier? Mit Baustoff Recycling. So. Das ist schon etwas seltsam. Wir haben jetzt, strommäßig bräuchten wir eigentlich schon wieder was. Ja, wir haben halt jetzt auch zwei Kolonien. Das heißt, wir bauen jetzt mal nochmal Strom. Wir könnten jetzt auch mal in das Biomassekraftwerk gehen, weil wir das, glaube ich, noch gar nicht gebaut haben. Hier oben 77. Oh, das sieht doch ganz gut aus hier. Bisschen weit entfernt von der Stadt. Alles in Ordnung. So, die Artefakte werden leider nicht gesammelt, wenn ich das richtig sehe. Ein bisschen enttäuschend. Also, die müssen wirklich direkt daneben sein. Aber das funktioniert. Ich kann es halt auch nicht daneben platzieren. Wenn ich dich jetzt versetze für 250 Euro. Das hier ist rot. Das hier ist rot. Das hier ist rot. Also, vielleicht müssen wir hier einfach abholzen. Waldrodung, ja. Wir machen hier unten mal die Waldrodung. Vielleicht geht das vorwärts. Ah, da kümmert sich jetzt die Drohne darum. Vielleicht hätten wir einfach nur auf Plündern gehen sollen. Das hätte natürlich auch sein können. Und dann wäre die Drohne von hier rüber geflogen. Ah, the workshop is online. Now we can craft explosives from nitroskerlite. Oh, das ist jetzt. Nimmt dramatische Wendungen jetzt. Jetzt werden hier einfach mal Sprengkörper erstellt. Wir leben hier in fast Harmonie mit der Welt. Und jetzt geht's aber hier gleich in die Munition. We still need machinery from a factory for our explosives. Build that facility now if you haven't already. Maschinenteile. Haben wir die Maschinenfabrik nicht schon gebaut irgendwann mal? Ja. Okay.
So, Superdünger-Sprengsatz hat es geheißen, sollen wir bauen. Wir haben nicht genügend Maschinen auf Lager. Möglicherweise musst du die Einlagerung im Ressourcenpanel oben in der Mitte aktivieren. Maschinen. Wir brauchen, was brauche ich denn hier? Maschine. 40. 40 Stück. Zusätzlicher Lagerplatz. Eigentlich hätten wir ja 40. Ah, jetzt ist blau. Okay, hat nur ein bisschen gedauert jetzt. So, bitteschön einmal eine Bombe bauen. Sehr gut. Die Abholzung ist gleich mal durch. Strom ist da. Die Nahrung hält sich momentan noch konstant. Aber ich kann halt keinen. Wir müssen nochmal was mit Nahrung bauen. Es führt kein Weg daran vorbei. Hier ein bisschen Schnitzel. Wobei die industrielle Farm ein bisschen besser wäre hier. Hier unten. Nee, da wollte ich ja eigentlich das hier hinbauen. Moment. Wir versetzen mal dieses Teil hier. Hier rüber. Ich hoffe, das geht schnell. Und dann gucken wir mal, ob er alleine anfängt mit dem Abernten. Oder ob man ihm wirklich einfach nur sagen muss, plündern. Und dafür muss dann eine leere Drohne bereitstehen. Theoretisch würde er hier oben... Ah ja, tatsächlich. Wenn ich hierher klicke, dann kommt die Drohne von hier oben, weil die da halt gerade frei ist. Also dieses Versetzen hätte eigentlich nicht sein müssen wahrscheinlich. Wir hätten einfach nur plündern müssen. Aber jetzt ist schon... Jetzt haben wir schon entschieden. Ist halt einfach so. Was ist das hier für ein Fleck? Zwei Verschmutzungen mittlerweile. Naja, Leute, stellt euch nicht so an. Gebäude. Okay. Happy. Seltene Ressourcen, Verbrauch. So, mal gucken, ob der jetzt automatisch anfängt hier. Sieht nicht so aus. Währenddessen bauen wir nochmal eine Farm. 52 ist ganz gut. 58 hier sogar. Oh, ich würde die aber ungern hier oben platzieren. Aber vielleicht reicht es ja. Wir machen es mal hier oben. Achso, hier ist wieder nicht frei. Wir machen es mal hier unten. Dann müssen wir irgendwann hier oben das abreißen. Ach, hier ist ja auch noch Gold. Aha, aha, aha. Wir haben aktuell noch 223 Gold. Das heißt aber, wenn hier... Wo ist es denn hier? Dieses Golddepot leer ist, dann können wir doch hier oben sagen... Eine Drohne muss hier rüberfliegen. Perfekt. Wunderbar. Jetzt habe ich das System ein bisschen begriffen. We need to make sure the needed machinery is stored. Now open the menu for goods at the top of the screen and activate the button for storage in the line for the resource machines. Okay, 100 einlagern offenbar. Das ist der Plan. As soon as enough machine. So, 40 Maschinenteile für einen Sprengsatz. Der wird ja eh schon produziert, oder? Haben wir den schon produziert? Da ist er doch, der Sprengsatz. Da ist das Tutorial ein bisschen durcheinander gekommen jetzt. Also hier passiert nichts. Wir werden mal hier aktivieren. Plündern. Und jetzt hoffe ich mal, dass dann hier genau die Drohne rüberkommt. Und das hier macht. So, wir haben ein bisschen was zu essen. Wir werden mal... unsere Leute etwas aufstocken, damit sich die nicht so alleine fühlen. Stadtteil. Dafür müssen wir erstmal abreißen. Waldrodung und hier drüben Bergbau. Das muss jetzt wahrscheinlich auch wieder über ein Lager funktionieren. Das ist natürlich doof, weil jetzt habe ich alle beide Läger. Habe ich natürlich jetzt hier schon im Einsatz momentan. Wir könnten noch ein zusätzliches Lager bauen. Eventuell dann hier noch für das Gold. Und was soll der Geiz? So.
Und ein bisschen Platz ist ja auch noch da. Hier oben wird das Gold abgebaut. Wir können... Ach, jetzt ist kein Händler mehr da. Ah. Wir könnten den Händler wahrscheinlich rufen für 768 Euro. Aber wenn wir für das Gold immer nur so wenig bekommen, das lohnt sich ja fast nicht. Wir warten mal, bis er da ist. Phew. We finally got all the ingredients needed to craft an explosive to blast away whole mountains. Yes. Sprengsatz wurde hergestellt. Wir sind ja schon dem Tutorial voraus und jetzt müssen wir irgendwas sprengen, liebe Leute. Wart mal eben, ob noch eine Rückmeldung kommt, was wir sprengen sollen. So, wir haben hier oben eine freie Drohne, die muss ich jetzt hier um eins von den beiden hier kümmern und Platz machen für die Leute. Können wir denn hier eigentlich nochmal ausbauen? Erfordert zusammen 6 Ausbaustufen der angrenzenden Stadtteile. Ja, theoretisch könnte ich doch auch hier oben einfach nur einen zusätzlichen Stadtteil bauen, oder? Hier oben zum Beispiel. Warum nicht einfach hier ein? Dann bringen wir den auf Stufe 2. Dann sind wir bei 6. Okay, ich mach mal das hier wieder weg. Abbruch, Abbruch. Stopp, stopp. Meine Güte, wir sind schon bei einer Stunde wieder. Wir machen noch ein bisschen. Weil ich das Gefühl habe, ich habe noch nicht wirklich viel gesehen jetzt hier. Der Abbau hier dieser Tempelanlage, der dauert aber sehr lange. Wir machen mal ein bisschen schneller. Wir sind ja jetzt fast schon Profi. In der Hoffnung, dass wir hier noch ein bisschen was sehen jetzt. So, da ist das gebaut. Der Ausbau. 2 unterschiedliche Nahrungs- und Güterarten. Das ist schon drinnen. Zählt die Werte auf den Dächern der benachbarten Stadtteile. My dear employees, I like to visit in person from time to time to convince myself of the progress of our projects. However, right now I urgently require a shipment of titanium. We need it to terraform the nearby planet Joma to become habitable. We need explosives to be able to blow up mountain massifs and start mining titanium. According to our scans, the mountains of this planet should be full of it. Können wir jetzt endlich... Oh, versorge den Boss mit Titan aus gesprengten Bergen. You have developed an explosive device. Your crafted explosive was stored in your inventory. It can be accessed through the category with the suitcase icon in the build menu. Now, let's find a mountain to blow up. Don't waste the bomb on any old useless rock. Okay, sprenge ein Gebirge mit dem Sprengsatz. I also brought you a prototype of a new useful construct. The remediation center automatically cleans the soil pollution in the surrounding area. With an upgrade, it can also reduce air pollution. The construction kits I procure allow you to build a construct once, which you have not yet licensed. Select my ship to see what I have in the cargo hold. Okay, dieses Umweltgebäude wäre ja etwas, das wir vielleicht in der Nähe des Kohlekraftwerks platzieren können. Kit Maschinenfabrik, Kit Umweltzentrum. Ich muss das auch noch bezahlen. Das ist natürlich ein bisschen auch enttäuschend jetzt hier, ne? So. Wo ich mich ein bisschen schwer tue, ist echt zu erkennen, wo welche Gebäude sind. Also die leichte Unterscheidbarkeit der Gebäude ist noch nicht so gegeben bei mir. Also habe ich hier oben, wo habe ich denn das Gebäude jetzt? Umweltzentrum hier. Das Zentrum mit einer Bodensanierungsdrohne. Diese Drohne kann automatisch das Erdreich im Umkreis liegender Felder sanieren. Da packt man das hier rein, dann ist hier nämlich das Kohlezentrum mit dabei. So. Dann müssen wir noch einen Berg sprengen. Einen dicken, fetten Berg. Die Frage ist, welchen? Den hier?
Sieht nach Berg aus, oder? Gebirge. Na her damit. Das bietet sich ja richtig an. Zack. So, einmal bitte sprengen. Möglichst effektreich. Jawohl, naja, es geht so. Was haben wir denn hier? Oh, mein Lagerraum für Titan ist voll. Bitte was? Was ist denn mein Lagerraum voll? Sehe ich das richtig, dass wir hier... Thank you for procuring the artifacts. It will further the study of the Gaian species. I'll contact you as soon as there's any new information. Okay, also wir haben das schon mal ein bisschen geplündert offenbar. Ein bisschen was ist noch da. Aber wir haben keine Kapazität mehr im Lager. Das ist natürlich enttäuschend. Und die Forschung der Hühnchenschenkel ist auch fertig. Der Hühnchenschenkel. Wir gucken mal Richtung Hühnchenschenkelproduktion. Da geht es jetzt in die Viehzucht für ein bisschen Medikamentation, Wachstumshormon und Antibiotika. So. Das heißt, jetzt ist die Frage hier, ne? Wie kann ich denn das Lager erweitern vielleicht? Versetzen. Lagerhaus zugunsten von Gütern nochmal erweitern. Ein Güterlager. Wird gerade verbessert. Das heißt, wir müssten dann ein bisschen mehr Platz haben, oder? Ah, nee, nicht Güterlager. Ach Mann, stopp. Abbruch, Abbruch. Ach, egal. Na gut. Dann halt Güterlager. Also ich glaube, dass ich nochmal so ein Lager, so einen Lagerbereich brauche. Können wir den irgendwo hin platzieren, wo wir ihn so jetzt nicht brauchen? Hier oben. Und dann müssen wir ganz schnell Titan einsammeln. Oh, wieso verkaufe ich nicht einfach was? Ah, weil der Händler nicht da ist. Natürlich. Natürlich. Logisch. So, ich guck mal eben. Eventuell zählt das Lager auch gar nicht zu unserem seltenen Ressourcenlager dazu. Yep, es sieht fast so aus. Okay. Nee, doch, 1000 Kapazität. Okay. Bitte nichts mehr einsammeln, liebe Leute. Stopp. Beim Gold hier oben würde ich auch mal erstmal sagen, stopp. Damit wir hier die Prioritäten ein bisschen besser festlegen können. Wir brauchen das hier. Wir brauchen erstmal ein bisschen Titan, das wir dann dem Kollegen liefern können, der hier irgendwo ist. Da ist er, oder? 100 Titan braucht er. Dann. Wir brauchen immer noch 900.000. Wie soll ich denn die 900.000 hinbekommen? Ausbau ist nicht möglich momentan. Kann ich eigentlich nochmal so eine Bombe machen? Ich würde nochmal ganz gern was sprengen. So. Ich würde nämlich gern hier drüben. Achso, das ist nur normales Gebirge. Wie geht das mit dem Ausbau hier? Erfordert zusammen 3 Ausbaustufen der angrenzenden Stadtteile. Aber wie muss ich das erforschen? Ah, Moment. Nee, das ist die Stadt Stufe 3. Wir erforschen mal die Stadt Stufe 3. Aber wir müssen ja trotzdem die Stadtteile ausbauen können. Aber die müssen offenbar wirklich direkt angrenzen, wenn ich das richtig verstehe. Bisschen seltsam, oder? Wenn ich mal hier oben eins hinbaue. Weil es passt halt auch einfach schön, ne? In einem Dreieck hier das zu bauen. Wir bauen nochmal einen Stadtteil hier irgendwo hin. Ich baue den jetzt mal hier rüber. Weil hier sowieso noch ein Stadtteil ist, die ein bisschen ausgegrenzt wurden. Aufgrund meiner Unwissenheit. Weil dann
Ja, dann wird es immer noch nicht gehen, weil er hat dann nur zwei hier. Wir lassen uns mal überraschen. Erfordert drei Ausbaustufen der angrenzenden Stadtteile. So. Hier drüben geht leider nicht. Dann wird das mal abgerodet hier. Oh, wir sind jetzt im Minus bei den Ressourcen. Das heißt, durch die Abrodung bekommen wir nochmal ein bisschen Ressourcen. Sind wir wieder im Plus plötzlich? Naja. Wie viel Titan? 84? Im Journal können wir alle Dialoge sehen. Jawohl, das Journal. Das Journal. Ah, okay. So, es kommt ein weiterer Händler. Das heißt, wir können dir ein bisschen was verkaufen. Lieber Händler. Ich verkaufe ihm mal den Superdünger. Dann Soma bleibt. Artefakte könnten wir auch noch verkaufen. Weiß ich nicht, ob wir die noch brauchen. Titan, Nitro. Wir kaufen mal das Nitro. Hat der eigentlich... Der hat offenbar unbegrenzt Kohle. Maschinen behalten wir noch. Getreide behalten wir. Ja, das reicht erstmal. Wir sind jetzt bei 71.000. Aber wir sind wieder bei minus 5. So, noch ein Stadtteil hier reinquetschen. Dann muss doch hier mal ein Upgrade möglich sein. Zumindest er hier müsste upgradebar sein, weil hier ist eine 1, hier ist eine 2. Insgesamt sind das meines Wissens 3. Und dann müsste er upgradebar sein. Bei ihm wird es dann nicht funktionieren. Aber er müsste dann upgradebar sein, weil hier eine 1 ist und hier eine 2. Ergo 3, also wieder upgradebar. So, wir gucken mal. Aha. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden jetzt, Leute. Jetzt geht es noch nicht. Wir warten, bis das hier aktualisiert wird. Bis die Stadt hier gebaut, der Stadtteil aufgebaut wird. Und wir bräuchten noch mal ein bisschen was für die Güter. Steinbruch hier zum Beispiel. Oh, guck dir das an hier. Von zwei Seiten. Aber dafür muss das hier weg. Weg damit. Einfach schön mal alles gerodet wieder. Wie es halt immer ist, ne? Hier machen wir auch noch das Upgrade. Und dann wird das hier unsere Mega-Metropole. Wenn dann auch noch die Forschung durch ist für den großen Stadtteil, dann passt das schon. Also, wir lassen dich mal abroden. Und bauen uns, ist hier nochmal ein Sprengsatz gemacht worden, perfekt. Einfach mal ein bisschen durchsprengen durch die Ländereien. Hier drüben mal. Zack. Dann müsste mittlerweile schon ein bisschen Titan da sein. Ja, 171. Was ist das hier? Auch Titan? What a blast. This mountain was full of titanium. Mine a shipment of it. Okay, wir hatten seit einer halben Stunde schon einen Berg. Great. You have mined a shipment of titanium. Now come to my ship to sell it. The company will pay a good price to your colony. Fantastische Haare möchte ich mal anmerken. So, einmal verkaufen. Thanks. You brought the titanium shipment to my vessel. Now, increase the population so we can get the permit contract on Tuto. Okay, ich möchte das für dieses Angespielt noch kurz machen. Und möchte noch auf die 900.000 hoch. Wir sind jetzt bei 800.000. Und ich würde das gerne jetzt noch durchziehen, liebe Leute. Wir haben so viel Kohle, also Geld. Und jetzt gleich noch ein Kohlekraftwerk. Dass das ohne Probleme klappen muss. Ein bisschen was zu futtern noch. Ist hier irgendwo ein leerer Platz?
Hier nicht. Wir gucken mal hier drüben. Ein leerer Platz. Wir könnten vielleicht noch irgendwo was ankaufen. Hier oben, wenn wir was ankaufen, wäre eine Möglichkeit. Oder hier unten. Wenn wir das hier kaufen und hier anbauen. 58. Müssen wir auch erst wieder die Sachen abholzen. So, dann. Steinbruch habe ich natürlich nicht vergessen. Kann ich denn jetzt hier Maschinen vielleicht wieder ein bisschen reduzieren? Man kann hier immer in 100er Schritten quasi reservieren. Aber ich verstehe nicht, wieso wir 100, wir haben 160 im Lager. Das muss sich doch auch dann irgendwie auf das hier auswirken. Und wir haben hier 275, 206 zu essen. Und offenbar reicht es trotzdem nicht. Die Leute mampfen einfach zu viel. Also 188 wird produziert, wir verbrauchen 196. Die Leute mampfen einfach viel zu viel. So, Viehzucht ist hier noch irgendwo 30, 32. Ja, da oben will ich eigentlich nichts platzieren. Wir machen das hier rein, 35. Wenn er hier fertig ist. So, 825.000. Können wir denn hier oben noch vielleicht ein bisschen anbauen? Ich baue jetzt einfach komplett hier oben. Das hier oben wäre noch was, wenn wir... Jetzt weiß ich auch, wo der Superdünger herkommt. Der Parkdistrikt macht das. Den Drogenverkauf wahrscheinlich. Hier oben noch eins. Das hier oben abholzen. Dann verbinden wir die beiden noch. Dann können wir nämlich hier schön auch nochmal upgraden. Und die äußeren bleiben dann eher kleine Distrikte. Und die in der Mitte werden dann zu einer wunderbaren Metropole. So, Futter. 58. Wenn wir das hier nehmen, 35. Also. Dann ist der Händler noch da? Nee, der ist schon weg, leider. Sprengsatz geht aktuell nicht mehr. Obwohl wir eigentlich hier 200 auf Lager haben. Aber wir müssen das dann offenbar für die Produktion immer erst reservieren. Na gut, wir brauchen jetzt auch keinen Sprengsatz. Ist alles gut, ist alles gut. Passt schon. Dann hier vorne wird noch Titan abgebaut. Es läuft momentan. Also momentan sieht es ganz gut aus. Essen ist wieder da. Globale Erwärmung ist auf 0%. So würde man sich das wünschen. Und ein bisschen dreckig. Aber hey, ne? Das ist halt jetzt so. Dann hier oben noch ein Gebäudeteil, Stadtteil genannt. Und die Güter werden schon wieder knapp. Maschinen. Wir machen nochmal Maschinenfabrik, oder? 48. Vielleicht auf der anderen Seite. Aha, 55. Ja, damit. So, jetzt haben wir die hier verbessert. Das heißt, wir können dich upgraden. Wir können dich seltsamerweise nicht upgraden. Ah, weil wir drei brauchen. Wir haben eins und eins. Das überspitzt, das geht immer nicht. Great pioneering work. You have built a base of over 900,000 people. So sieht's aus. And harvested the necessary titanium. Jawohl. Good work. Dankeschön, lieber Herr Chef. Welcome to Imagine Earth LTD. I have big plans for this company. And I need people like you to do it. Grinsen. Congratulations. The job is yours. Oh, fantastisch.
Sehr schön. Mission erfolgreich. Glückwunsch. Auftrag erfüllt. 900.000 Einwohner. Freut mich sehr. Wir gehen mal auf OK. Report to the Department of Expansion first thing tomorrow. Bekommen nochmal eine wunderbare Ansicht hier. Emissionsbilanz minus 500, Verschmutzung 3%. Bisschen Abzug in der B-Note, aber ansonsten würde ich mal sagen, richtig gutes Rating, wie auch hier steht, ne? 163.000. Das kann nur gut sein. Oh! Das ist ja gemein. Willst du mich verarschen? Sammle zu Forschungszwecken 120 Artefakte aus den beiden Alien-Konstrukten. Das ist natürlich gemein. Sowas ärgert mich, wenn man das hinterher erst erfährt. Na gut. I want my corporation to become an exclusive contractor for the United Space Nations in this region. To qualify for this, we need to successfully complete a series of development missions. You can visit the colony of Tuto at any time to expand it or complete unfinished mission goals. Oh. New orders have just arrived. Okay, das ist aber dann wieder gut, wenn man wieder zurück kann und sich das dann quasi nochmal anschauen kann und eventuelle Ziele dann nochmal erfüllen kann. Ich muss ja jetzt einfach nur nochmal aus dem zweiten Alien-Konstrukt was plündern und dann würde ich das hier abschließen. Das ist dann wieder, okay, damit kann ich leben. Also, jetzt kommt hier ein zweiter Planet, den werden wir uns heute nicht mehr anschauen. Den könnt ihr euch selber anschauen, wenn ihr euch das Early Access Spiel kauft. Aktuell gibt es das schon auf Steam und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was dazu zeigen. Wir gehen noch ganz kurz zurück, fällt mir da gerade ein. Wir haben nämlich hier noch Wettstreit mit anderen Konzernen um Siedlungslizenz für unbewohnte Planeten. Streiten, wir gehen mal rein. To regulate the settlement of newly discovered planets, the USN have introduced a competition system. Several corporations compete for the management of a planet. Okay, das sieht aber auch aus wie ein freies Spiel jetzt. Und man kann jetzt hier das... Oh, das ist ja toll, dass man hier alles festlegen kann. Alles auf Anschlag. Sieht richtig gemein aus. Spielelemente, Ereignisse. Okay, da kann man sich jetzt selbstständig quasi Planeten zusammenbauen. Aber was ist dann das Endlosspiel? Das ist ja genau das Gleiche, oder? We're in a free sector of the... Greetings. Ah, okay, vielleicht kann man eigentlich dich hier wechseln dann? Konzerne? Hey there. Ah. Greetings. What is it? Ah, okay, also hier ich kann Konzerne hinzufügen, aber ich kann auch komplett ohne spielen. We're in a free sector of the... Aber im Wettstreit... Wenn ich mal in den Wettstreit gehe, kann ich auch Konzerne hinzufügen und rausnehmen. Na gut, dann müsst ihr das selber rausfinden, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich konnte euch das Spiel ein bisschen näher bringen. Ich habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen das Gefühl, ich habe nur wirklich ganz, ganz, ganz knapp an der Oberfläche gekratzt. Liegt einfach daran, dass wir uns ein bisschen Zeit gelassen haben. Aber ich glaube, so das Grundprinzip, das ist schon mal jetzt erkennbar. Und vielleicht hat es ja dem einen oder anderen gefallen. Und der sich dann vielleicht das Spiel auch mal selber näher anschauen möchte. Gut, das war es mit dieser angespielten Durchgang. Meine Güte, ich stotter schon wieder rum hier. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch den Daumen nach oben da. Einen kleinen Kommentar vielleicht noch unter dem Video und ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr denn mögt. Macht's gut und bis dann. Ciao.